The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit TicketCompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. TicketCompare.com. Buying tickets made simple. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Basel 1893 mit Cheftrainer Raphael Wicky und unserem Captain Marek Suchy. Zu Beginn noch die Information, es sind noch ein paar wenige hundert Tickets verfügbar, dann ist das Stadion ausverkauft. Okay, welcome to today's press conference ahead of tomorrow's first leg match of the last 16. Here on stage, we would like to welcome the head coach Raphael Wicky and the captain of the team Marek Suchy. And just one last, one important information in terms of the tickets. There are still tickets available, hundreds of tickets, and they will be sold out then. Thank you. Und dann starten wir mit der Fragerunde, bitte. Let's start with the questions. Stefan Kreis, erste Reihe, Blick. Eine Frage an Raphael Wicky. Hört man's? Hört man's? Hallo? Ja. Ja, ist nur wichtig, dass... Genau. Ja, Eder Balanta musste ja gegen Thun mit muskulären Problemen vom Feld. Wie geht's ihm und wie geht's den anderen in der Mannschaft? Ja, auch guten Abend von meiner Seite an alle. Ja, das stimmt, Eder Balanta musste raus. Eder hat heute das kurze Abschlusstraining aber mitgemacht. Und wir werden jetzt morgen früh dann nochmals auf den Platz gehen und dann entscheiden, ob er einsatzfähig sein wird am Abend oder nicht. Aber heute hat er eigentlich alles mitgemacht. Okay, so the question was about Eder Balanta, who had to leave the pitch last weekend due to muscle problems, and just want to ask how he is doing and about the others as well in the team. The answer was, yeah, first of all, good evening to all. Yeah, as you mentioned, Balanta had to leave the pitch, but he was able to train today with us, and yeah, we'll decide then tomorrow morning on the pitch if he will be able to play tomorrow or not, but today he trained with us. Christoph Kieslich, Tagessache, ganz rechts. Genau. Auch eine personelle Frage. Ist Luca Zufi tatsächlich eine Option für morgen? Könnte er zum Beispiel auch in der Startelf stehen? Luca ist gesund. Luca hat jetzt seit 8, 9 Tagen, 10 Tagen fast mittrainiert und ist für morgen eine Option. Ob von Anfang an oder nicht, das entscheide ich dann morgen, aber von seinem Gesundheitszustand könnte er spielen. Es ist klar, dass er natürlich vom Rhythmus her die Vorbereitung den meisten Teil mit der Mannschaft verpasst hat, aber von seinem Gesundheitszustand könnte er spielen, ja. So the question was about Luca Zufi. Is he fit again? Is he an option to play tomorrow, even from the start? The answer was, well, yeah, Luca is healthy again, he's fit again. He trained with us over the last 8 to 10 days, and he seems to be fit. But if he will start tomorrow, I still don't know. We'll take the decision tomorrow. And of course, he's still lacking rhythm, and he didn't yeah, do the preparation with us due to his injury. But he could be an option for tomorrow. Raphael, ich habe eine Frage zum Spiel morgen. Was macht es aus deiner Sicht so schwierig gegen Manchester City? Es gibt ja so viele Attribute, die diese Mannschaft auszeichnet oder umgibt. Was ist es aus deiner Sicht, was die Aufgabe so schwer macht morgen? Ja, da gibt es halt viele verschiedene Faktoren. Also es ist eine Mannschaft, die relativ fast keine Schwächen hat. Das zeigt sie, glaube ich, alle 3 Tage in jedem Wettbewerb, in dem sie teilnimmt. Es ist eine Mannschaft, die unglaublich variabel spielen kann, die auf sehr viele Faktoren vom Gegner reagieren weiß und ja, die Qualität der Spieler Aber ich denke auch, die Qualität des Trainers, der jetzt seinen Fußball, den er bei Barcelona und auch bei München schon spielen ließ, jetzt auch dieses Team eingeimpft hat. Und das sieht man ganz klar, und das macht diese Mannschaft einfach unglaublich stark. So the question was about it's going to be a difficult task against Man City tomorrow. From your point of view, what are the qualities of this team? The answer was, well, there are many factors. I think that the team has basically no weaknesses. They show that every 3 days in all competitions they participate in. It's a very flexible team, very variable, and they are able to react very well to the opponent. And we don't have to talk about the quality of the players, of course, and especially about the coach as well. You can see now that his system, his way of football, his philosophy, he trained also at Bayern and so on before. You can show that now with Man City. Hinterste Reihe, Sebastian Laurier. Noch einmal eine Frage an Raphael Wicky. Du hast in Bayern bei Pep Guardiola hospitiert, wenn ich richtig informiert bin. Warst du nie da? Nicht bei Pep Guardiola, bei der Jugend. Bei der Jugend. Aber ich durfte 2, 3 Trainings mitschauen, ja. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit, und was ist es, was diesen Trainer so faszinierend macht für dich? Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht hier, um über meinen Trainerkollegen zu reden. Also ich war damals für unsere UEFA Pro-Lizenz bei Bayern München in der Jugend, und durch einen Kontakt vom Bayern München durften wir 2, 3 Trainings der ersten Mannschaft mitverfolgen, und das war sehr schön zu sehen, aber ich hatte damals keinen Kontakt zum Trainer, keine Gespräche mit Pep Guardiola, deswegen erlaube ich mir jetzt hier nicht irgendeine Beurteilung von diesen Tagen. Es war einfach damals interessant reinzuschauen beim FC Bayern München und auch diese 2, 3 Trainingseinheiten bei den ersten Mannschaften. The question was to the coach again. You were assistant, or you had like a training at Bayern when Guardiola was there. Did you have the chance to talk to him, or what was the experience that you had back then at Bayern? The answer. Also I didn't have any contact to Guardiola directly. I was able, for the UEFA Pro license, I had the chance to go to Bayern and to the youth team, and to also then follow 2 or 3 trainings of the first team. It was, of course, nice to watch and to see how they train, but I didn't have any direct contact with Pep Guardiola, and so that's why I don't want to judge him, I don't want to talk about him, and it was a nice opportunity for me, a nice chance for me to go there and to see that. Die dritte Reihe, bitte. Good afternoon. I think the last time we were here, you said you had a plan to beat Manchester United, and you beat Manchester United. Do you have a similar plan for tomorrow night? How big a challenge, or how much more of a challenge is it to think about beating Manchester City? Ja, natürlich versuchen wir immer einen Plan bereit zu machen, und natürlich haben wir auch für morgen einen Plan, wie wir unsere Chancen hochhalten wollen. Es geht aber in diesem Plan eigentlich nie nur um irgendwelche fußballischen Strategien. Wir haben das in der Gruppenphase immer wieder erwähnt. Wenn wir als FC Basel europäisch in diesem Wettbewerb etwas machen wollen, dann brauchen wir den perfekten Abend, das perfekte Spiel. Es muss alles zusammenpassen, von Emotionen, von Glück, von Mut, von taktischem Plan. Es muss wirklich alles passen, und das ist auch morgen so, dass wir wieder diesen perfekten Abend haben müssen, um die große Überraschung zu schaffen. Aber wir gehen mit diesem Glauben und mit dieser Mentalität in das Spiel, dass wir eben etwas schaffen können, wenn wir alle miteinander arbeiten. Aber im taktischen Plan, glaube ich, ist nicht der richtige Ort, hier zu sprechen. Gut, die Frage zunächst erstmal auf Deutsch. Also das letzte Mal, als wir hier waren, haben Sie gesagt, dass Sie einen Plan haben gegen Manchester United, der dann auch aufgegangen ist. Wie sieht es jetzt mit dem Spiel morgen aus? Haben Sie da auch schon einen Plan geschmiedet, wie Sie Man City vielleicht schlagen können? Die Antwort daraufhin: Well, always we always have a plan. Of course, we always get prepared, and yeah, of course, also for the match tomorrow, we want to keep our chances high. But there's no real strategy, no real tactical strategy. If we, with the club of Basel, fight in such competitions, we need a perfect game, perfect day, and lots of courage, emotions. The spectators have to be there to make such a night, yeah, victorious for us. And that's what we want to do tomorrow. Tomorrow we need this perfect night to maybe stage then a surprise. And what we have the belief, we have the mentality that we can do it, that we can make it. And but there's no real tactical plan behind it. Peter Biro. Ja, Raphael Wicky, Manchester City führt die Premier League an mit 16 Punkten Vorsprung, 79:20 Tore. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Mal ganz generell gefragt. Ja, also ich glaube nicht, dass wir morgen überrascht werden von Manchester City. Wir und ich glaube alle kennen diese Mannschaft, wie sie spielt. Das ist eine Mannschaft, die den Ballbesitz unglaublich liebt, die aber eben nicht nur auf das zu reduzieren ist, sondern auch unglaublich schnelles Umschaltspiel hat. Und ja, ich denke, wir müssen realistisch sein. Also wir werden nicht morgen gegen Manchester City 50-60% Ballbesitz haben. Das hat alle drei Tage in jedem Wettbewerb fast keine Mannschaft. Und deswegen wird es wieder so ein Spiel sein, wo wir unglaublich solidarisch auftreten müssen. Gegen den Ball sehr kompakt, sehr konzentriert in jeder Sekunde des Spiels agieren müssen. Und trotzdem gibt es eben dann die Momente, wo wir auch den Ball haben. Und wir müssen den Ball wollen, den Ball haben. Wir müssen auch mutig dann sein, mit dem Ball etwas Gutes zu machen, weil wenn du in diesen Momenten dann ein bisschen schüchtern bist oder eingeschüchtert bist, dann wird es natürlich dann extrem schwierig, wenn du den Ball dann nach zwei Pässen immer wieder verlierst. Also man muss eben probieren, dann selbst auch aktiv zu sein. Das ist das, was wir wollen, aber es wird nicht eine, glaube ich nicht, wir werden nicht vom Spiel von Manchester City überrascht werden morgen. The question about, yeah, if we look at Man City at that side, they are ahead in the Premier League by 16 points. They scored 79 goals, conceded only 20. So what are your expectations for the match tomorrow? The answer? Well, I don't think that we will be surprised by them or they will surprise us. We know them, we know the team, we know the players, everybody knows them. What their way or their style is to have lots of ball possession. They are fast in transition and we just have to be realistic. We won't have like 50 or 60% ball possession. That's clear, no team has that against them and we just need to be compact, we need to be careful, especially also off ball possession. And yeah, there are moments, there will be moments where we want and ask for the ball, and if we have the ball then show the courage and create something and not be afraid. And yeah, we just have to be or try to be active and that's what we want, and so there won't be any big surprises for us tomorrow. Der FC Basel hat in 6 Gruppenspielen 6-mal mit der 3er- oder mit der 5er-Abwehr gespielt und das hat sich ja extrem bewährt. Der FC Basel hat ja wirklich überzeugt. Jetzt gehen die meisten Leute davon aus, dass das auch morgen wieder die taktische Grundordnung sein wird. Welche Rolle kommt jetzt da Balanta zu, wenn er jetzt nicht spielen kann? Ich meine, du hast nicht mehr so viele Verteidiger auf dem Papier. Also wie beeinträchtigt das deine ganzen Pläne? Ja, das stimmt. Wir haben mit dieser Grundordnung sehr gut agiert in der Champions League und das ist natürlich auch für morgen wieder eine Option, aber wir werden das morgen früh dann nochmals miteinander besprechen und entscheiden, ob wir mit Eder Balanta in der Dreierkette gehen oder in der Viererkette bleiben oder ob wir auch ohne Eder Balanta in eine Dreierkette gehen würden oder in der Viererkette agieren würden. Good luck. No problem, thank you. Okay, so in the 6 group matches that you played, you always used back 3 or back 5 formation, and it worked out pretty convincingly. What about tomorrow? Will you have the same tactical approach? And what happens if Balanta is not available tomorrow? Do you have different thoughts maybe for the defense also if Balanta can't play? The answer? Well, yeah, this basic setup that we had in defense, we were pretty successful with it in the Champions League. It could definitely be an option for tomorrow, but we will decide about it and talk about it tomorrow before the match. And yeah, the thing is, if Balanta is available, and if we play then the back three or the back four, or if Balanta is not available and we play a back four or back three, we will see that all tomorrow. Well done. Thank you. Weitere Fragen? Stefan Kreis? Ja, vielleicht noch eine Frage an Marek. Hallo. Du hast fast 100 Spiele auf internationalem Niveau absolviert, mehr als alle Man City-Spieler, außer Fernandinho. Wie wichtig ist diese Erfahrung jetzt für morgen? Okay, the question was about you have like more than 100, or you played more than 100 matches internationally, more than even some of the players at Man City. So what do you make out of your experience that you learned before? What did you make of this 100 international matches? Good evening to all as well from my side. Thank you for giving me the word. And now I will enjoy it. Take time. No, to answer the question, yeah, it's if I can say good experience, a lot of games, but I think it gives you experience maybe more. In your ideas and feelings before the game, then as well during the game, of course. But I take it always like that. You already experienced these games. You know what to expect against teams like Man City, one of the best team in the world now. So I would like to give these feelings. You need, of course, to stay calm before the game, because still it's football, it's 11 against 11. Of course, the quality, what they have, top players, top coach is another world, and it's always nice to experience that. But for us, always, I think if you play against one of the best team in the world, it's big challenge for each team to stay against them on the pitch. And to try to make it really hard for them. Okay, also die Antwort dann darauf hin. Ja, also erstmal danke fürs Mikrofon natürlich. Ich genieße jetzt die Zeit hier oben, dass ich auch was sagen darf, und nehme jetzt mal die Zeit dafür. Gut, aber jetzt mal zur Antwort. Ja, ist natürlich eine wunderbare Erfahrung, eine gute Erfahrung, so viele Spiele auch gemacht zu haben. Aber diese Erfahrung, die man da gesammelt hat, die gibt einem vielleicht ja vor dem Spiel, auch während dem Spiel, gewisse Ideen. Und man hat eine Idee davor, ja, was dann passiert bei dem Spiel. Aber ja, für mich ist es einfach eine Erfahrung, zu wissen, ja, was einen erwartet vor so einem großen Spiel wie zum Beispiel morgen gegen Man City. Man muss einfach versuchen, ruhig zu bleiben, und es ist einfach auch nur Fußball. Es spielen 11 gegen 11, und dementsprechend. Aber natürlich muss man die Qualität der Spieler berücksichtigen, auch der Coach, der Trainer, sind alle Weltklasse. Es ist eine schöne Erfahrung, gegen so ein Team zu spielen, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Ganz hinten kam noch eine Frage. Weit hinterster Reihe. Good afternoon. Question for both of you from the Netherlands. It's the first season of Ricky van Wolfswinkel at Basel. What's your opinion about him and his qualities? Ja, oder ja, gut, die Frage zu Ricky van Wolfswinkel, ja, der aus Holland jetzt gekommen ist. Wie hat der Spieler sich mittlerweile jetzt hier gezeigt, präsentiert? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Spieler bis jetzt sammeln können? Ja, für mich als Trainer ist es eine Freude, mit einem Spieler wie Ricky zu arbeiten. Er ist ein extremer Profi in jedem Training, in jedem Tag, unglaublich professionell. Nebenher ein super Typ als Mensch. Ich denke, das ist auch extrem wichtig für einen Trainer. Es ist immer wichtig, nicht nur gute Fußballer zu haben, sondern auch gute Charaktere im Team, und das ist wirklich schön, mit ihm zu arbeiten. Es ist halt natürlich schade, dass er sich schwer verletzt hat. Jetzt ist er wieder zurück und ich denke, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wieder zu alter Stärke zurückzufinden und wir werden ihn noch brauchen und er wird uns viel Freude bereiten, da bin ich überzeugt von. So the answer of the coach, for me as a coach, I'm very happy to work together with such a player. He's very professional every day in every training, a very professional attitude that he has. He is also a very nice lad. That's also very important to have a good character in your squad, in your team. And so after his heavy injury he suffered, he's now back and has overcome this injury and. Will come back and will find his old strength again, and we will need him definitely. And for me, I agree, of course, with these words. Ricky is a great, funny guy in the dressing room, big professional, and on the pitch for us, very important player, striker, which knows where is the goal, which knows how to score the goal. And as well, football player with a lot of qualities. And for me, like defender, it's nice to meet him on trainings and keep the level high. Gut, und für mich, ich sehe das genauso wie der Trainer, kann ich sagen. Er ist ein unheimlich witziger Typ, er ist sehr professionell und ist wichtig auf dem Feld einfach auch. Und ist ein klasse Stürmer, er weiß, wo das Tor steht, er zielt dementsprechend viele Tore und er hat viele Qualitäten und er hilft uns, das Niveau einfach hochzuhalten. Marek, I know your job over the next two games is trying to knock Manchester City out and stay in the Champions League. But is this a Manchester City side that could win the Champions League this season? Are they that good? Yeah, I think, as I said, they are one of the best teams now this season. They are doing really, really well, and for me, it's a top favorite for the title in Champions League. Gut, also die Frage war jetzt zu Man City. Viele sehen Man City als das Team, was die Champions League gewinnen kann. Wie sehen Sie Man City, die Mannschaft, als Antwort dann? Ja, schon wie vorher gesagt, auch diese Saison spielen sie hervorragenden Fußball und für mich gehören sie auf jeden Fall auch zu den Top-Favoriten für die Champions League. Ist noch eine Frage offen? Any more questions? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen am Spiel. Thank you very much. Thank you. Was sind Wünsche? 1, 2, 1, Marek auch, Captain. Wünsch gern? Super, ja. Machst du Englisch?